Willkommen zur Show! Zur Lion Show! Wir sind Lion, wir gucken Film! Ich wurde geliehen! Film gucken wir. Was? Ich wurde nur geliehen! Er wurde nur geliehen! Er wurde auch nur geliehen! Ich auch, bin das wieder! Nur cool, leihweise, ey. Nur leihweise sind wir hier! Ja! Bei der Show, jetzt fängt's an! Erstmal öffnen, merkt schon, dann ist die Sprache schon ein bisschen anders. Dann versuche ich den Kopf zu nehmen. Den Kopf zu nehmen. Die Jungs entfernen das schon mal. Leute, das sind nur ein paar Sekunden gewesen. Aber er ist am Ölen, ich bin am Ölen. So, ihr seid willkommen bei dieser Sendung. Wir sind Lion, wir sind keine Firma jetzt. Wir sind jetzt im Kino gewesen und hier sind die Figuren. Lea, wie gesagt, in verschiedenen Variationen. Dann hier Rupan, der Obervater, ist natürlich und bleibt natürlich Yoda. Da sind die Nerdys zu Hause, und zwar bei Rebel und Nilius und was weiß ich, wie die alle heißen. Dann sind wir hier oben bei Han Solo, gerade im Film. Und dann hier 7 und 8. Und haben wir beinahe ganz vergessen hier, Rebels. So, was kennt ihr davon? Ihr habt auch alle gesehen, richtig? Du darfst auch ruhig da vorne, weil ich springe jetzt raus hier. Ja, ihr seid alle noch zu sehen da, ihr seid alle noch in der Sendung. Denkt dran, das ist die Sendung Star Wars Community Wohnzimmer. Ich bin euer Admin. Das sind zwei, die jetzt auch da und auch hier mich besucht haben. Das war ja so gedacht. Also einmal haben wir ja die Fernseh-Wohnzimmer-Geschichte, die machen wir ja gerade hier. Und einmal halt die normale, wo wir uns unterhalten. So, welche Rollen haben euch gefallen? Jetzt reiten wir mal den ganzen Film auf. Wir waren gerade 25.05.1977 und jetzt sind wir angekommen. 25.05.2018 und da haben wir natürlich eine Menge erlebt ab 2015. Haut raus! Noch nicht. Dann müssen die nämlich jetzt gleich für ein paar Minuten, dann kommt wieder ein Cut. Dann haut jeder hier raus, wie er darüber denkt. Ich stelle Fragen und die antworten. Was dabei rauskommt, da bin ich gespannt. Okay, aber wie gesagt, jetzt sind wir bei diesem Kaufen, Sammeln. Genau. Was sammelt ihr? Raumschiff. Große Raumschiffe. Er, große Raumschiffe. Ich, Lego. Ja, du haben wir Star Wars, Lego. Du hast aber mitgebracht, ne? Ja. Wo hast du das? Wolltest du mal zeigen? Er hat aber mitgebracht. Wir haben doch was vorbereitet. Ja, die sind immer mal vorbereitet. Schau, boah, Wahnsinn. Der verkauft gar nicht auch. Der, ne? Ach ja, genau, da sind wir. Nämlich in der Einleitung. Wir sind jetzt in der Einleitung. Der Typ hier kämpft. Wo ist er? Ah, ist egal, das ist da oben. Mit Ray, ne? Habt ihr den Schnittfehler gesehen? Yep. Ja, ne? Der war ja auch mal, ne? Also dieses Teil macht er auseinander. So auf der Rückseite, da ist der einfach auseinander. Ah, ja, genau. Da ist dann, ne? Ich bin ja kein Lego-Fan, Entschuldigung. Wie gesagt, ne, auseinander. Und dann auf einmal so ein nasser Sack. Ne? Ich meine, das war der schlimmste Fehler aller Zeiten. Der war mir auch aufgefallen. Ich habe auch nichts gesagt, aber der junge Mann da, der Amerikaner, ist wohl ein berühmter. Und weil der das gesagt hat, ne, Nerd, wenn Nerd was sagt, dann ist er amtlich. Ne, also, Nerdies, wir sind keine Nerdies, wir sind unter Nerdies, weil wir haben keinen Plan. Ne, ist halt so. Ne? Für uns sind dann alles nur Püppchen. Ne, was ist denn für eine Puppe da? Alles egal. Ne, also, okay. Na, Rede, kurzer Sinn, hiermit angefangen. Leia war ja an sich Anakins Tochter. An sich hätte sie Skywalker heißen müssen, aber ist ja als Baby bei Organa. Nur jetzt, wo Leia Han Solo geheiratet hat, hätte sie ja Solo heißen müssen. Auch schon mal aufgefallen bei 7. Ne? Also bei 7 ist also auch schon aufgefallen, dass er da also schon mal gar nicht stimmt. Wir haben ja gar nicht geheiratet. Doch, bei der Jakku. Da kam auch der kleine Wookie da dazwischen. Da schreien ja auch alle, also die Nerds, die schreien ja immer, der Wookie hätte da einen Präser bei, und dann hätten wir keinen Ben gehabt. Aber egal, das haben wir auch gesagt. Ja, ich mag die Nerds. Oh, ich liebe sie. Die Fanboys, die habe ich so am Herzen. Da. Ne? Ist klar. Okay, das war die Vorstellung von Figuren und so weiter. Jetzt gehen wir in die Ernsthaftigkeit dieser Sendung. Spaß beiseite, jetzt geht's rund. Bis gleich, die brauchen wieder Asche. Ne? Die müssen wieder rauchen, ein Käffchen. Und danach kommen wir wieder. Bleibt dran, Leute, das geht ratzfatz. Bis gleich. So, und ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind jetzt da angekommen mit Fragen stellen. Ich stehe jetzt hinter der Kamera und stelle Fragen. Ja, Marco, wie kamst du auf Star Wars?
Ja, Star Wars war eigentlich damals ein Zufall gewesen, sag ich mal. Zufall? Ja. Man hat dich ins Kino geschleppt oder was? Nein, ich bin einfach in den Film reingegangen. Mit 8? Ja. Cool. Und ich wusste wirklich nicht, was mich da erwarten wird, sag ich mal. Kann es sein, dass diese Lichtschwerter es waren, die dich da bewogen, oder weil ich hatte ja hier auch einen jungen Mann, da warst du ja dann auch da, ja. Der redete ja dann, also der heutige junge Mann, 12 Jahre, du bist ja 77, der junge Mann zwischen 8 und 12 Jahre, da kam es ja erst auf mit den ganzen Lichtschwertern, waren jetzt die Lichtschwerter oder war irgendein ausprägender Schauspieler, der dich bewogen hat, dabei zu bleiben? Also Schauspieler weniger, sondern die ganzen Raumschiffe und dass das ein Science-Fiction-Film war. Nee, eben nicht. Galaxy-Fantasy. Aber nicht so schlimm. Mach mal, muss ich leider revidieren. Okay. Alles klar. Ja, okay, damals wusste man sowieso nicht, was ist. Schon richtig. Entschuldigung. Marco hat recht. Alles gut. Ja, okay. Aber du bist ja dabei geblieben. Was war der Grund? Ja, ich wollte ja auch wissen, wie das dann weitergeht. Deshalb war ich ja auch in einem Folgefilm. Sehr gut. Da kommen wir nämlich gleich. Kommen wir gleich zu. Nicht jetzt. Genau das habe ich nämlich gesucht. Wunderbar, dann kann ich nämlich gleich darauf einsteigen. Also, du hast also 4, 5 und 6. Ist dir damals nicht aufgefallen, dass 4, 5 und 6? Oder war das intern auch so 1, 2 und 3? Also für mich selber war das damals 1, 2 und 3. Weil ich ja nicht wusste, dass das ein Mittelteil von einer ganz großen Story ist. Wusste man ja damals nicht. Korrekt. So, da sind wir gleich. So, jetzt machen wir den Schnitt. Ich will den armen Marco jetzt hier mal aus diesem Stuhl befreien, weil jetzt der Nächste rankommt. Der muss jetzt dran glauben. Hey. Hey, grüß dich. Du bist also auch damals im Kino wie Marco gewesen. 8 und 7 und nachher 12. Was hat dich denn so begeistert an Star Wars 1977? Ja, 77 war es ja so, dass das quasi die ersten Sturmtruppler, die reingekommen sind, nachdem diese Tür gesprengt wurde von Leias Raumschiff. Und dann kam dann halt der Schwarze Lord. Und das hat mich im Grunde genommen gepackt. Also genau das, diese Szene, die an sich uns alle angetütet hat. Ja. Bin ich ehrlich. Ja. Das Vader war an sich zu dem Zeitpunkt Star Wars, richtig? Richtig. Nicht Luke, sondern das Vader. Absolut. Und natürlich die Sturmtruppler. Und jetzt kommt, ich bin ja ein bisschen gehässig, weil wir sind ja jetzt 41 Jahre danach. Wie ist dir das Plastik aufgefallen, was dir da um die Ohren ging? Nein, das hat nicht aufgefallen. Okay, aber wie gesagt, ich war ja zwischen 7 und 8 Jahren alt, ist das nicht aufgefallen. Aber einer, der wie gesagt mit 17 da sich das angeschaut hat, ich habe gedacht, was ist das denn? Aber egal. Ne? Und ich frage mich heute noch, was soll das? Aber egal, kommen wir gleich drauf. Ich sitze gleich vor der Kamera und erzähle euch da ein. Also du bist jetzt begleitet, Darth Vader. Hat dich an Star Wars irgendwas gestört? Jemals? Nee. Gestört hat mich da nie was. Nie? Also, nee. Ich kann mich nicht an nichts erinnern, wo ich sagen würde, boah, das hat mich gestört. Weil es war so neu alles. Das war einfach auch, dass die Raumschiffe einfach nicht wie bei Buck Rogers statisch irgendwie ihre Bewegung gemacht haben. Und dann, also es war einfach anders. Die haben sich frei bewegt, die Raumschiffe. Es waren richtige Raumschlachten. Das war einfach das. Es sah einfach echt aus. Ja, genau, das war's. Das war einfach cool. Das war für mich. Also, ihr seid nicht durchs Track dahin gekommen? Also. Nein. Die Track ist nur. Ich meine, ich habe Raumschiff Enterprise noch im Fernsehen gesehen, als Serie, aber ich habe mir die dann auch nie im Kino angeschaut. Nie. Also, das war. Ich war schon immer Star Wars und werde auch immer ein Star Wars-Fan bleiben. Gut, die neuen Trekker-Filme, die finde ich gar nicht mehr so schlecht von J.J., aber die alten mit Kirk und so. Ja, die alle, okay, ging ja weiter. Also mir persönlich hatte dann der Enterprise gefallen, also der erste Enterprise, die ersten, mit dem ersten Warp, wo die noch Angst hatten zu beamen und so.
ich glaube, das, was mir gefällt, mögen die anderen nicht. Und dann kommen wir zum Kern der Sache. Jetzt kommt nämlich ich.